Für mich kommt der beste Melodic Death Metal definitiv aus Schweden. Und heute geht es um eine weitere Legende namens Soilwork. Die Band hat nämlich jetzt eine neue Single veröffentlicht und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du von diesem Song haltest. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Einem neuen Song von Soilwork. Spirit of No Return. Soilwork fand ich auch immer wirklich sehr, sehr geil. Sehr, sehr schöner Melodeath. Ich bin sehr gespannt auf die neue Single. Let's go. Da haben sie mich jetzt schon. Also wirklich geil, so schöner dieser Skank-Beat. Sehr geil. Sehr schön melodisch. Also ganz ehrlich, wenn das nicht eins der besten Riffs ist für Circle Pits, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich, ich hab Bock direkt da irgendwie in den Circle Pit zu steigen, ne? Aber auch gepaart mit diesen Vocals, ne? Es kommt einfach gut. Sehr, sehr geile Vocals auch. Ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen so diese, so genau in so einem minimalen Rahmen zwischen rauem Klinggesang und Shouts irgendwie. Und das finde ich halt irgendwie ganz cool. Auch hier im Hintergrund dann nochmal, ne? So, ich denke mal, das war vielleicht der Pre-Chorus. Dann hast du halt wirklich so diese raue Clean-Stimme dann diesmal. Aber und ab und zu kriegst du im Hintergrund noch so ein bisschen so dieses Keyboard mit. Das finde ich cool. Auch sehr schön groovy. Auch schöne Clean-Stimme, ne? Sehr schöne Clean-Stimme, sehr schöne Melodie und das finde ich halt einfach so geil an diesen Melodic Death Metal Bands, ne? Dass halt dann wirklich immer einen sehr melodischen, halt einfach, aber wirklich so den melodischsten Part des Songs halt im Refrain hast. Das kommt gut, das klingt schön. Auch schön dieses Solo, hätte meinetwegen auch ein bisschen länger sein können, aber wirklich schön, so, du hast so ein bisschen so dieses, ne, Sweep-Picking, ein bisschen so, so zeigen, was man halt drauf hat, aber halt auf der anderen Seite auch trotzdem ein bisschen auf die Melodie achten, ne, oder dass es halt melodisch bleibt. Finde ich schön. Schön.
geil. Aber auch wirklich ein sehr guter Sänger, ne? Sehr guter Sänger mit einer sehr schönen Stimmfarbe. Finde ich sehr, sehr stark. Aber auch schön, so ein Breakdown nochmal. Geil, wirklich geil. Schön, so wirklich melodiös, ne? Sehr schön melodisch. Ah, schön mit dem Bild ab. Nein, das will ich nochmal ran. Oh, war das eine geile Transition. Geil. Vor allem, ich finde, das ist halt auch nochmal richtig, es zeigt nochmal, was für ein guter Sänger er ist, weil du hast halt wirklich dann, du hast halt sehr schöne Cleans, du hast dann diese rauen Clean Vocals, ne, und dann hast du halt noch die Shouts. Und das heißt schon so drei verschiedene Arten vom Gesang und das finde ich halt geil. Und das klingt halt auch alles noch super schön, ne, finde ich super. Ich mag Melodic Death sowieso extrem, ne? Da gibt es wirklich sehr, sehr viele gute Bands. Vor allem halt wirklich, ne, aus Schweden. Aber es ist schön. Es ist wirklich schön und ein wirklich sehr, sehr starker Song. Schön so ein Breakdown. Oh, schön, jetzt noch die Harmonie. Ah, wirklich schön. Sehr, sehr schöner und cooler Song, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Kommt da noch was? Okay. Nee, wirklich sehr, sehr stark. Also sehr, sehr stark, sehr schön melodisch, ne? Ich fand vor allem dieses Anfangsriff natürlich, ne? Ihr kennt mich, habe ich natürlich direkt gefeiert. Ich meine, man hört bei solchen Bands halt auch wirklich raus, dass halt sehr viele Metalcore-Bands von dieser Musik halt inspiriert wurden. Und das ist geil. Also wirklich schöne, schnelle Riffs, dann schön so diese ruhigen, langsameren Passagen mit so clean Gesang, ne? Sehr melodisch, ne? Auf der anderen Seite hast du dann auf einmal wieder so einen richtigen Banger mit bam, 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 ne? Und es ist gut. Es ist wirklich ein starker Song. Vor allem, ne, auch die vor allem die Vocals, ne, haben mir einfach super gefallen. Ne, habe ich ja schon gesagt, so diese drei verschiedenen Formen von Gesang so gesehen. Fand ich halt mega. Fand ich wirklich mega. Super, super guter Song. Und ja, ey, ich bin gespannt, was da jetzt demnächst noch so ansteht.